Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Genma Onimusch-Musch. Ja, Onimusha meine ich, Leute. Gut, wir waren hier stehen geblieben. Der erste Part war ein bisschen, wie soll ich sagen, was heißt öde. Aber für die Leute, die das Spiel kennen, ne, das ist halt natürlich ein bisschen blöd, weil ihr wollt Gameplay sehen und ja, ihr habt Bock auf das Spiel. Ich habe auch mega Bock. Und mir ist eingefallen, und zwar, wenn wir nach hinten drücken und gleichzeitig die Angriffstaste, können wir die Gegner, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen von uns distanzieren. Bedeutet, wir haben mehr Möglichkeiten, andere Gegner dann noch ein bisschen zu strugglen, zu ärgern, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt über den Handschuh überhaupt ein bisschen geredet? Ich weiß nicht. Man sieht ja, er sieht so aus wie so eine Art Fliege oder sowas, ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Handschuh? Ich finde ihn ziemlich cool. Und, ja, was konnte man noch? Genau, wenn man RB drückt, hat man hier die 180-Grad-Drehung, so wie auch ab Resident Evil 3. Naja, egal, kommt, wir machen einfach mal weiter. Ich finde das so geil, dass hier auch diese vorgerenderten Hintergründe sind. Ihr seht, dass manchmal hier so ein paar kleine Fehler sind, aber das ist nur am Anfang, soweit ich weiß, so, oder an gewissen Stellen. Deswegen wundert euch nicht, es ist wahrscheinlich, weil das abwärtskompatibel ist. Deswegen sieht das so aus. Ich glaube, auf der allerersten Xbox sah das bestimmt nicht so aus. Wir gucken einfach mal. Oh, das sieht, seid mal ehrlich, das sieht noch richtig hervorragend aus dafür, dass es wirklich so krass gealtert ist. Oder? Seid mal ehrlich, die vorgerenderten Hintergründe. Und guckt euch das mal da unten an und so richtig cool. Ja, ihr habt richtig gesehen. Hier sterben sogar Menschen. Kommt zu fassen, ne? Also das hat man ja zwar auch irgendwo in Resident Evil und so weiter gehabt, aber was will man machen? Ja, da oben ist auch wieder so ein Schlitz. Ich sehe es. Ich denke mir mal, ihr werdet es auch sehen. Alter, diese Seele brauchen wir. Boah, nein. Stimmt, ich habe ja vergessen, jetzt mal zu gucken, wie man blockt. Ich glaube, man blockt, indem man LT drückt. Ich bin mir aber jetzt gerade unsicher. Ach ja, man kann umso mehr farmen, indem man quasi mehrere Seelen herum, um sich herum einsaugt. Das erhöht die Combo, beziehungsweise die Combo-Punkte. Man kann auch Gegner, wenn sie auf dem Boden liegen, das habe ich jetzt gerade nicht gemacht, man kann sie abstechen. So ein Todes-Special-Move wie auch bei Resident Evil. Wobei, nee, da ging das glaube ich gar nicht, ne? Das war bei Silent Hill. Sorry Leute, habe ich mich vertan. Okay. Gut, wollen wir mal gucken, wie oft das überhaupt vorkommt, dieser Grafikfehler. Ich hoffe nur wirklich am Anfang. Ah, okay, gut. Ich meine nämlich, ich hatte mir nämlich auch mal ein Let's Play dazu angeguckt gehabt, aber das ist schon was her. Da war es, glaube ich, auch am Anfang so und später war es gar nicht mehr. Ja, meine Genma-Freunde wollen natürlich ein bisschen mit mir kuscheln. Da seht ihr das? Oh, man muss dann ganz schnell drücken. Das finde ich ganz cool, dass man quasi so diese, ja, wie soll ich sagen, Quicktime-Events hat, indem man ganz schnell die Taste hämmert, damit man die Seele bekommt. Oh, come on, ja. Alter, ich, oh ja, man kann auch parieren. Also, was heißt parieren? Oh nein, seht ihr das? Jetzt ist er nämlich stärker und sieht anders aus. Und ich glaube, der macht auch mehr Schaden. Oh nein, oh, Vorsicht. Ich muss aufpassen. Seht ihr, jetzt geht das Gameplay eigentlich so ein bisschen los. Wow, holy shit. Kollege, man sieht deren Gehirne. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, wenn die ihren Dingens, ihren Hut nicht aufhaben. Richtig geil irgendwie. Ja, gib mir die Seelen. Oh, ich liebe das so, ne? Ich bin jetzt nicht der größte Onimusha Pro, wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben, ne? Ich habe den ersten, zweiten und dritten Mal durchgespielt, aber den vierten nicht. Hier, Dawn of Dreams hieß der, glaube ich. Der war nicht so meins, aber der ist auch noch gut. You.
Sorry. We are very sorry. Please forgive us. What happened to you? They came out of nowhere and attacked us. The keep may have also been attacked by them. The keep is ahead of us that way? Right. The forest road there is a shortcut to the keep. I see. Das hier ist auch ein Spiel, da muss man ein bisschen mehr farmen. Dazu kommen wir aber später. Ich denke, irgendwann werde ich das auch mal ein bisschen offline machen. Stimmt, wir haben jetzt da oben die Leiste, ne? Oh, ich weiß gar nicht, was für eine Taste ich dafür drücken muss. Kann ich da irgendwie nachgucken? Ja, wir können nachgucken. Moment. Das wird mich jetzt echt, also wirklich interessieren. Stellt euch vor, ich brauche das und dann sterbe ich nachher. Wo haben wir denn den Modus? Wo steht das denn? Setze die Macht des Panzerhandschuhs frei. Wow, wunderschön. Ah, was könnte es sein? Bestimmt die Back-Taste, nee. Welche könnte das wirklich jetzt sein? Vielleicht den rechten Stick reindrücken? Oh, ich habe keinen Plan, Leute. Wir müssen einfach mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Ich sah einen riesigen Schatten, der die nördliche Felswand beim Verlies erklomm. Was war das? Ja, wahrscheinlich dieser Genma. Sie haben meine Kameraden einen nach dem anderen abgeschlachtet. Nie hätte ich gedacht, dass das alles mal so enden würde. Was ist mit dir? Obwohl wir den zweiten Weg zum Verlies blockiert hatten, ist es für ein Monster leicht durchzubrechen. Sir, bitte, erreicht so schnell wie möglich das Verlies und rettet Prinzessin Yuki. Irgendwie ist das süß, der Name, ne? Yuki? Keine Ahnung. Oh, Kollege. Bitte, hilf mir! Ein Monster mit zwei Hörnern hat mich angegriffen. Ja, okay, dann war der das. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wer hätte das gedacht, ne? Keine Sorge, später ist es nicht mehr so strukturiert. Beziehungsweise, man hat mehrere Wege. Oh, das sieht so geil aus, Leute. Oh, das ist noch der Anfang, ne? Oh nein. Ja, diese Wesen sind ziemlich ätzend. Oh nein. Oh, ihr habt's gesehen, er hat jetzt größere Stacheln bekommen. Seht ihr das? Oh, holy shit. Ich wollte schon sagen, greift er mich jetzt an? Ich glaube mit... Moment, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, ich hatte recht. Ich hatte recht. Mit LB kann man die Fähigkeit aktivieren. Gut, dass ich es wenigstens jetzt schon mal ausprobiert habe. Ich muss aufpassen. Wir sind zwar für kurze Zeit unsterblich und kriegen Energie generiert, aber naja, ist jetzt nicht unbedingt immer zum Vorteil, beziehungsweise jetzt zwar schon, aber was soll ich sagen... Es war ein bisschen sinnlos, aber wir haben es direkt am Anfang voll gehabt, also was wollt ihr? Holy shit, ich wollte schon die Fledermaus angreifen, habt ihr das gesehen? Oh, schon wieder. Ey, immer überall Löcher, genau wie in Silent Hill 2. Was für ein großes Loch. War das das Monster? Du kannst es nicht umgehen. Offensichtlich kannst du nicht mehr zurück, sobald du nach unten im Loch bist. Okay, willst du nach unten gehen? Ja. Ach, diese Hintergründe, ne? Ich finde das so harmonisch. Im zweiten Teil haben sie es ja auch noch so gemacht. Oh, wir haben... Alter, was für ein Zufall. Deine Auswahl. Was? Deine Auswahl? Wie merkwürdig, ne? Fluorid. Die braucht man später, um irgendwas, glaube ich, zu leveln, zu rüsten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon. Finden wir hier noch was? Das finde ich so cool. Man kann gewisse Gegenstände an gewissen Stellen finden, wo man so denkt, ja, da könnte was sein. Und ich hatte recht. Oh, komm. Hat er den jetzt bekommen? Ne, ich hab den bekommen, ne? Ja, oben links, sieht man ja. Ja, ich muss ein bisschen stylischer kämpfen, aber ganz ehrlich, ist es nicht so einfach. Ja, stich ihn ab. Oh mein Gott, nein. Ah, oh, seht ihr? Das ist das Fiese manchmal daran. Komm schon. Ja. Das Geile ist, die können auch blocken. Und später wird es so schwer bei gewissen Gegnern. Oh, ich freue mich so riesig darauf. Was haben wir denn hier? Deine Auswahl, Tempelkarte. Da können wir ja mal einen kurzen Blick drauf werfen. Einfach mal so just for fun. Ja. Wunderschön, ne? Die ist riesengroß, die ist gigantisch. Okay, Spaß an Seite. Ja, im zweiten Teil, wie gesagt, ist das Ganze auch noch so vorgerendert. Ab dem dritten Teil ist alles 3D, was ich ein bisschen schade finde, weil ich mag dieses Vorgerenderte ein bisschen mehr. Das hat einen gewissen Charme, beziehungsweise Nostalgie versprüht das ein bisschen mehr für mich. Und ja, wir haben hier noch eine Kiste. Und nochmal Fluorid. Ah, wunderschön.
Ich werde nicht jetzt alles finden in diesem Spiel. So weit dürfen wir jetzt nicht denken oder gehen, wie auch immer. Ich werde aber versuchen, alle Rätselkisten und so zu öffnen. Dieser mumifizierte Mensch sollte wohl diesen Tempel bewachen. Hier ist eine grüne Schriftrolle. Wirst du sie nehmen? Anstatt willst du sie nehmen? Das ist so episch irgendwie. Deine Auswahl. Sugens Hinweis. Okay. An den Mutigen, der dieses Dokument findet und liest. Ich bitte dich, alles zu vergessen, was du weißt. Okay. Dann, ja Leute, das Spiel ist vorbei. Und meine Warnung, ernst zu nehmen, die hier geschrieben steht. Es gibt da einen Panzerhandschuh eines Ogers, der seine Macht aus der Energie der eliminierten Dämonen zieht. Lerne, mit seinem Geheimnis umzugehen. Dann gehören seine Mächte dir. Den haben wir. Aber vergiss nicht, ohne die Macht des Ogers hast du gegen die Dämonen keine Chance. Sugen, wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, den Namen. Wenn nicht, verzeiht mir. Ja. In Resident Evil hätte man das an Seite schieben müssen. Ja. Guckt euch das an. Sieht das nicht traumhaft schön aus, ohne Scheiß? Ich finde das so wunderschön. Wow, was haben wir denn hier? Deine Auswahl. Seiraiyu. Wird das so ausgesprochen? Seiraiyu. Ja, ich muss den Kopf drehen, Leute. Vernichtet wurde Stärke verliehen die Dämonen. Das hier gehört zu einer Rätselkiste, Leute. Aber ich kann euch schon mal vorwegnehmen, das kann man zwar schon lösen in der deutschen Version, aber vom Japanischen oder beziehungsweise vom Chinesischen ist das, ja, wie soll ich sagen, blöd übersetzt worden. Und deswegen muss man da richtig krass umdenken und das werde ich nicht tun. Deswegen werde ich mir Hilfe aus dem Internet holen und ich werde es mal selber kurz probieren. Keine Frage, ne? So wie ich das immer mache. Aber dann werde ich das quasi aus dem Internet nehmen, weil das ist das Schwierigste, was ich je in irgendeinem Spiel erleben durfte. Alter Junge. Und das sage ich nicht einfach nur so, es ist wirklich die Wahrheit. Und ihr seht, man kann auch die Waffen aufladen. Ich glaube, das ging auch erst ab diesem Teil. Also, ab dieser Version. Boah, ab diesem Teil. Das klingt irgendwie so, als ob das schon der zweite ist. Wobei, das könnte man sagen. Das ist Onimusha 1.5. Ja doch, Onimusha 1.5. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Talisman. Wir können ja mal gucken, ne, was der bedeutet. Beziehungsweise, wo ist denn... Wo kann ich das Menü aufrufen? Spiel beenden, Option, weiter. Menü? Ich überlege gerade, was... Ach nee, ist das dein Ernst? Ich muss den rechten Stick reindrücken. Naja, wir haben das normale Schwert. Wir haben die normale Rüstung. Was haben wir noch? Wir haben Gegenstände. Ja, die Pflanze, Leute. Heilkräuter. Wie in Resident Evil. Das heilt uns. Talisman stellt Vitalität bei schwerer Verwundung wieder ganz her. Bedeutet, wenn wir quasi komplett sterben, dann werden wir komplett wieder geheilt, soweit ich weiß. Und Fluorid. Dieser Stein glüht bei einem bestimmten Gegenstand. Oh, er glüht. Ja, hier können wir die Dokumente nochmal nachlesen, beziehungsweise die Dateien, wie es auch hier so schön bezeichnet wird. Hier haben wir die ganzen Karten. Ja, wunderschön, oder? Okay, machen wir einfach mal weiter. Ja, am Anfang ist halt ein bisschen erklären und so, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, also wundert euch nicht. Ja, ihr seht schon, hier kommen schon die ersten, ja, wie soll ich sagen, schöneren Gegner. Ich habe jetzt meine Waffe mal komplett aufgeladen und ihm einen, ja, Schlag der Extraklasse verpasst und er mir auch. Ihr habt gerade gesehen, man sollte es nicht zu sehr übertreiben mit der Combo, weil man muss auch ab und zu blocken, weil er lässt sich nicht einfach so aufhalten. Oh, holy shit, Alter. Okay, ich muss jetzt schon in den Modus wechseln. Ihr merkt, ich bin da nicht mehr so ganz drin. Aber ja, ich werde das hoffentlich noch lernen. Man hat natürlich auch die Möglichkeit zu kontern. Das haben wir, glaube ich, kurz einmal am Anfang gesehen gehabt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Das bedeutet, in dem Moment, wo der Gegner euch fast berührt, müsst ihr die Schlag-, also die Angriffstaste drücken. Oh. Es geht sogar... Alter, du willst mich doch verarschen. Ohne Witz, das wusste ich nicht. Ey. Wisst ihr, warum ich jetzt darauf kam? Einfach nur aus dem Grundgedanken, weil die Kameraperspektive sich dahin positioniert hat. Weil sonst hätte ich jetzt nicht gedrückt. Oh, ja, Mann. Jetzt mal ohne Witz. Die Kiste,
Die ist doch breiter als die Vase. Naja, egal. Deine Auswahl, Journal. Hashtag 1, okay. Master Sugen, oder wie auch immer. Ich denke, so wird's ausgesprochen. Und ich sind dem Monster gefolgt, das Menschen aus der Stadt entführt und wurden dabei in diese Höhle verschleppt. Die Höhle scheint das reinste Dämonennest zu sein. Hier gibt es unvorstellbar unterschiedliche Monster und sogar solche, mit denen ich hier nie gerechnet hätte. Sie nennen sich selbst Dämonen. Sie hassen Sonnenlicht und scheinen bereits unter der Erde gelebt zu haben, bevor die Menschheit überhaupt ihren Anfang nahm. Mein Herr und ich haben bereits beschlossen, diese Höhle zu betreten. Ich bin davon überzeugt, dass mein Herr über die Macht verfügt, die Dämonen abzuwehren. Da ich über etwas zeichnerisches Talent verfüge und Vertrauen und Mut besitze, muss ich mich nicht vor den Monstern fürchten. Achso, deswegen zeichnerisch, wegen den Bannsachen und so weiter, deswegen diese Schriftzeichen und so. Ah, okay. Und deshalb werde ich über alles berichten, was ich sehe. Das hier wird das seltsamste Buch aller Zeiten. Saimyu. Oder Saimyu. Wird das so ausgesprochen? Keine Ahnung, ist mir egal. Finden wir hier noch irgendetwas? Okay, die Kameraperspektive switcht hier auch irgendwie. Wunderschön, okay, ich finde hier nichts. Finden wir hier noch irgendwas? Ich könnte mir das sogar vorstellen. Jetzt bin ich aber wirklich gewagt, alles zu erkunden. Aber hier steht nicht überall was wie bei Resident Evil. Deine Auswahl, Donnerkugel. So, Leute. Das ist unsere erste Oni-Waffe, könnte... Ja doch, ich glaube, Oni- oder Ogre-Waffe, oder wie betitelt man das? Keine Ahnung. Und zwar Shiden Raisan. Ja, damit verfügt das Schwert über die Macht des Donners. Wir können immer switchen und ihr seht, man bekommt mehrere Waffen. Wir sind Level 1 mit der Waffe und wir haben eine Magieanzeige. Das Element Donner. Und können wir es schon aufladen? Ich glaube, nur Stufe 1, ne? Was? Doch, Stufe... Ach so... Ah, ich verstehe. Man kann es trotzdem dreimal aufladen, aber nur in Stufe 1. Okay, gut. Dann wissen wir wenigstens schon mal Bescheid. Kann ich ein bisschen herumhantieren. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil des Spiels. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, es gibt Rätsel. Und zwar, passt mal auf. Hier ist eine Trickkiste, Trickschatzkiste so. Okay, ihr seht oben Rest. Bedeutet, wir haben 3 Züge. Wir müssen quasi die Nummer 3 in die Ecke bringen, wo die Nummer 3 ist, wo die Nummer 4 ist und so weiter und so fort. Wir gucken jetzt erstmal, wie das Ganze überhaupt von dannen geht. Ich habe keinen Plan. Ich denke mir mal, das wird so irgendwie funktionieren. Wobei, die 2 muss ja dann quasi in der Mitte sein. Verdammt, ich hab's verkackt. Nochmal zurück. Nein, du sollst nicht saugen, Kollege. Oh mein Gott, das wird irgendwie ein bisschen pervers hier. Wobei, ich könnte das doch einmal machen. Wir gucken einfach mal. Nee, ah doch! Ach, ich habe gar nicht so umgedacht. Später wird das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wir haben mehrere Möglichkeiten, was heißt Möglichkeiten, mehrere Züge und, oh. Deine Auswahl, Bogen. Ja, wir haben jetzt schon direkt ein ganzes Equipment an Waffen bekommen. Ja, dieser kleine Bogen ist circa 2 Meter lang und glaub mir, er ist wirklich 2 Meter lang. Das Problem ist leider nur, wir müssen mal gucken, konnte man hier schon irgendwie... Ah ne, stimmt. Ja, hier hat man verschiedene Pfeilsorten, Arten. Aber wir haben noch keine Pfeile, deswegen ist das erstmal Latte. Später wird er noch von großem Nutzen sein, kann ich euch versprechen. Oh mein Gott, es vibriert. Wunderschön. Ja, hier ist eine Kiste. Wer hätte das gedacht? Deine Auswahl, normaler Pfeil. Dabei sind das Pfeile. Das sind, glaube ich... Wenn ich mich recht erinnern kann, ich glaube immer sind es 10 Stück. Ich muss mal gucken. Ja, Tatsache. Ja, die könnten wir jetzt ausrüsten, aber ganz ehrlich, für den Anfang, das lohnt sich nicht. So, hier haben wir etwas ganz Feines und zwar... Ja. Ihr habt ja gesehen, wir haben Passwörter, beziehungsweise wir haben Dokumente. So. Ihr erinnert euch ja noch an diese Zeichen. Später tauchen hier mehrere auf, weil man kann bis zu 4 Dateien davon finden. Ihr seht ja Volume 1 und dann sind da 3 Striche, bedeutet es geht bis 4. So, da der gute Mr. Horror Jumper aber ein wenig pfiffig ist, müssen wir jetzt mal kurz gucken. Ihr müsst jetzt kurz warten.
Ja, ich weiß, der gute alte Mr. Horror Jumper und so weiter. Aber ganz ehrlich, glaubt mir, wir können zwar später nochmal zurück, weil sonst wäre das nicht möglich, aber wir machen das jetzt einfach direkt. Weil das würde dann zu lange dauern. Wir gucken jetzt mal. Bei den anderen würde ich es von selber, glaube ich, versuchen. So, also ich glaube, das war das hier. Dann kam dann hier dieser Tetris-Block und dann kam irgendwie, ich glaube, das Zeichen. Gucken wir mal. Ja, voilà. Geschafft. Ja, deine Auswahl. Kraftjuwel. Wir haben Kraftjuwel. Moment. Nein, was habe ich getan? Ich habe Magie verschwendet. Oh, das ist so blöd, dass... Oh, ich könnte mich darüber aufregen, dass die Steuerung so kompliziert ist, dass man den rechten Stick reindrücken muss. Ich dachte echt... Oh, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war die Bestrafung dafür, dass ich jetzt gerade gemogelt habe. Sagen wir es mal so. Kraftjuwel. So, dieser gelbe Edelstein erhöht deine Vitalität. So, ihr seht, wir können jetzt ein bisschen mehr Energie haben. Das ist eine ganz coole Sache. Es gibt dafür, ich glaube, es gibt davon auch noch diese für die Zauberdinger, beziehungsweise für die Magieanzeige. Ein magischer Spiegel. So, wir können jetzt mal aufwerten. So, wir haben jetzt die neue Waffe. Die können wir jetzt aufwerten. Und wir haben, wir können Pfeile herstellen damit. Ah, nee, wir können Pfeile quasi... Ah, in Feuerpfeile. Ah, okay. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Die Pflanze... Nee, das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir müssen erstmal hier die Waffe aufwerten. Ihr seht, es dauert etwas. Aber glaubt mir, in Teil 2 dauert das ein wenig länger. Und da gibt es mehr Waffen. So viel dazu. Gut, ich würde sagen, wir speichern mal. Ach so, ich habe schon gedacht, warum geht's nicht weiter? Ich muss erst auswählen. Ist ja okay. So, ich werde immer zwei Spielstände erstellen, weil man weiß ja nie, ne, falls mein Spielstand verloren geht oder ein Part irgendwie nicht aufgenommen worden ist. Das wäre sehr ärgerlich. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus und leveln noch ein bisschen, damit ihr ein bisschen was kennenlernt. Und zwar hier, diese Türe hat ein besonderes Merkmal. Was ist das? Ein Kristall in der Mitte? Und im Kristall selbst scheint es zu donnern. Ja, ihr werdet im Verlaufe des Spiels noch sehen, davon gibt es dann so Dinger, da sind dann so zwei Augen, bis zu drei geht das. Ja, man kann nämlich bis Stufe 3 aufleveln. Bedeutet, man kann die Türe immer nur öffnen, wenn man dann auch das dementsprechende Level dann hat. So, hier an dieser Stelle kann man dementsprechend gut farmen. Ah, come on, los. Perfekt. Ich muss sagen, oh, holy shit, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe den weggetreten, aber wow, er wollte mich packen. Die Gegner sind gefährlicher, weil die können einen packen. Und glaubt mir, das ist nicht so wirklich das, was man haben will. Ah, Junge, Junge, Junge. Ich kann euch ja mal zeigen, wenn ich das hinbekomme. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Lad schnell nach. Ich meine, saug das ein. Lad schnell nach. Oh Mann, das ist nicht Resident Evil, Leute. Holy shit. Wir kamen gerade dazu. Habt ihr gesehen? Parieren und so. Ja. Ich stelle mich gerade richtig blöd an. Ihr merkt, ich muss wirklich auf die Steuerung erstmal klarkommen. Holy shit, Alter. Lass mich doch mal machen. Ja, ihr habt gesehen, das war jetzt mein Special Move. Und wir haben ein bisschen Energie wenigstens farmen können. Gott sei Dank. Und ja, es ist echt nicht einfach, wie ihr sehen könnt. Ich muss mich echt daran gewöhnen. Oh nein. Oh nein, komm schon. Das überleben wir gerade noch. Ja. Ihr merkt, oh, holy shit. Nein, die Energiekugel ist weg. Oh. Oder Energieseelenkugel, wie auch immer. Oh, holy shit. Ja, hier muss man wirklich ganz schnell spammen hintereinander. Da kann man nicht gedrückt halten. Das haben die schon mit Absicht so gemacht. Ja, ich muss sagen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Magie verschwenden. Ich weiß, ihr seht es nicht gern. Alter. Es fühlt sich... Oh, habt ihr gesehen? Ich habe pariert. Man kann Combo-Angriffe hintereinander machen. Und mehrere hintereinander töten. Das ist eine coole Sache. Gut, dass ich das jetzt mal demonstrieren konnte, dass man mehrere treffen konnte. Ich dachte, das ging erst ab Teil 2 oder Teil 3. Oh, holy shit. Ah, komm schon. Nein, das gibt es nicht. Ja, der Talisman ist verschwendet. Okay, ich würde sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Ja, was können wir jetzt noch kurz machen? Ich habe ja gespeichert. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir dabei. Und werden das Ganze nochmal neu starten, weil, ja, ich habe einen Talisman verbraucht und es ist ein bisschen blöd. Ihr wollt diese Perspektive noch kurz sehen, dann seht ihr sie kurz. So,
Wie gesagt, ich muss auf die Steuerung wirklich klarkommen. Es ist wirklich ekelerregend. Vor allem, wie man blocken muss, weil es fühlt sich einfach nicht so an, wenn man ja den also das Steuerkreuz da unten irgendwie hat und dann oben links LT drücken muss, um zu blocken ganz schnell. Das die Reaktionszeit ist da irgendwie ein bisschen blöder. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was es Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Besorger Jumper. Auf Wiedersehen.